Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In diesem Video schauen wir uns den ersten Teil zu negativen Flächen an. Ja. Was das ist, sehen wir hier. Ne? Also die Aufgabe ist erstmal, ihr sollt wieder die Fläche berechnen, Intervall von 0 und 3. Aber ihr seht ja schon, okay, die Fläche ist unterhalb der x-Achse. Könnt ihr aber überlegen, was bei rauskommt. Rechnet das mal und Ja. pausiert. Genau, diese Berechnung sollte ja erstmal kein Problem sein, ne? Ja, also wir machen es wie sonst auch, ne? Integralzeichen von 0 bis 3. Dann schreiben wir eckige Klammern und schreiben hier unsere Stammfunktion rein. Ja, machen wir nochmal ganz kurz, ne? Der Exponent wird einer mehr, also zu 4, und die 4 wird unten nochmal in den Nenner geschrieben. Ja? Hier ähnlich, aus der 2 wird eine 3 und die 3 wird hier in den Nenner geschrieben und aus der 1 wird eine 1x. Ja? Vorzeichen bleiben gleich. Dann setze ich einmal die 3 ein. Und wenn ich die 0 einsetze, ist das Gute, dadurch, dass das x immer multipliziert wird, ist es immer 0. Ja? Bei so einer Funktion. Hier haben wir das Kürzen zwar vergessen, aber oder nicht hingeschrieben, ne? Ist auch egal, das könnt ihr, Genau. tippt ihr wahrscheinlich in den Taschenrechner ein. Darf Genau. man wahrscheinlich auch, das ist alles mit Taschenrechner dann erlaubt. Und es kommt minus 16,5 raus. Guckst du so, ne? Gibt es die negative Fläche? Nein. Also. Die Aufgabe steht ja, beschreibe, was dir auffällt, das Minus, begründe. Ist natürlich klar, ne? Die Fläche liegt unterhalb der x-Achse und somit ist dieses Minus ein Zeichen dafür, dass eine Fläche unterhalb der x-Achse liegt. Genau. Ja. So. Natürlich sehr nervig eigentlich, ne? Ja, ist aber auch sinnvoll. Was heißt nervig? Klar, Ja. genau, sehr wichtig. Ne? Also wir halten fest, ne? Wenn die Fläche überhalb der x-Achse verläuft, ist es eine positive Fläche. Und sobald die Fläche unterhalb verläuft, dann wird ein negatives Vorzeichen. Ja, und es ist halt wichtig, weil später es kann so sein, dass die Funktion mal oben und unten lang geht. Genau. Und dann muss man gucken, wie man damit umgeht, aber das zeigen wir noch. Ja. Genau. Jetzt geht es auch wieder weiter nach dem zweiten Teil. Ja, dann schauen wir uns das Ganze noch mal ein bisschen genauer an. Genau. Jo. Also dranbleiben, Leute. Ciao. Ciao.